Also meine Hauptaufgabe war es, diesen Songwriting-Prozess zu führen. Ich habe quasi die Fragen gestellt, die dann beantwortet werden mussten. Und dann sind Entwürfe zusammengekommen und ich habe dann versucht, daraus ein einheitliches Konzept zu basteln. Was hauptsächlich von mir war, war dann wahrscheinlich die zweite Strophe. Ja, also ich habe beim Schreiben des Textes geholfen. Wir haben so Schlagwörter bekommen, die uns inspiriert haben und also inspirieren sollten. Und dann sollte jeder was dazu schreiben. Und ich habe einen Text geschrieben, wo es auch um so einen Kampf geht, den Jesus am Ende auch gewinnt. Und da geht es auch um den Satz, das Kreuz kann ihn nicht trennen von der Liebe zu uns Menschen. Und das habe ich geschrieben. Wir haben eine Hoffnung. Jesus, er ist mächtig und gewaltig. Jesus, das habe ich selbst gedichtet, kann man sagen. Im Lied geht's eigentlich diese typische Heldengeschichte, die aber bei niemandem, bei keinem anderen Helden so klar zu sehen ist wie bei Jesus. Er hat Licht ins Dunkle gebracht und er hat uns ein Geschenk gemacht. Kann jeder Mensch auf dieser Welt annehmen. Und ja, er ist mächtig, er ist gewaltig und er liebt uns. Ich finde, dieses Lied ist richtig ermutigend, einfach weil es so eine Energie hat und weil es vom Thema auch so positiv ist und Jesus in so ein schönes Licht rückt. Und dadurch, dass es ein Osterlied ist, eigentlich alle Osterlieder haben das so in sich, dass sie so richtig positiv und aufbauend sind. Ich empfinde viel Freude, weil erstens mal, das ist unser erstes Lied zusammen als Band. Das ist immer schön, wenn man das erste Lied hört. Und ich bin jetzt auch sehr dankbar, dass wir das als Band machen konnten. Also wenn man das Lied hört, da empfinde ich so eine gewisse Freude, weil wir einen Gott haben, der uns liebt, der für uns kämpft und das ist schon so ein Privileg halt, dass er unser Gott ist und wir seine Kinder sein dürfen und genau, und da ist es ein schönes Gefühl, dann diese Freude zu empfinden bei dem Lied. Also ich fühle mich eigentlich, ich mich dann auch nicht so alleine, wenn ich dieses Lied höre. Ich hoffe, dass wirklich viele Menschen dieses Lied hören, dass viele Menschen einfach nachdenken über ihr Leben, dass dieses Lied wirklich zum Nachdenken anregt. Und ja, ich hoffe, dass wirklich viele Menschen einfach dieses Geschenk von Jesus annehmen und wirklich seine Liebe erkennen und erkennen, dass er das einzig Wahre ist im Leben. Also ich wünsche mir, dass sie halt dann auch meine Freunde, die halt nicht an Gott glauben, dass sie dann auch anfangen, an Gott zu glauben, wenn sie dieses Lied halt hören und ja, dass sie sich auch fröhlich fühlen und halt wohlfühlen, ja. Ich wünsche mir, dass viele Leute dieses Lied anhören und sich den Text anhören und darauf achten und dass es viele Menschen erreicht und sie auch vielleicht diese Freude bei dem Lied spüren, die ich auch fühle, wenn ich das Lied höre. Meine Hoffnung ist, dass wir damit ein Osterlied geschrieben haben, was zeitgemäß ist und was in den Gemeinden Anklang findet und was viel gesungen wird. Ich habe so das Empfinden, dass wir nicht viele Osterlieder in unseren Gemeinden haben. Dabei ist Ostern so etwas Zentrales für unseren christlichen Glauben. Und ich wünsche mir auch, dass dieses Lied die Brücke schlägt zu unseren normalen Gottesdiensten, wo wir nicht unbedingt Ostern feiern, aber trotzdem den auferstandenen Christus ins Zentrum unserer Gottesdienste rücken wollen. Ich finde, in diesem Cover kommen nicht so ganz offensichtlich, aber unterschwellig doch einige Themen zum Ausdruck, die auch im Lied verarbeitet sind. Zum Beispiel diesen Kontrast zwischen Dunkel und Licht. Dadurch, dass das Cover insgesamt in diesem dunklen lila Ton gehalten ist, aber der Schriftzug hält in diesem ganz hellen, goldenen ist, haben wir diesen Kontrast. Wir haben aber auch den Felsen, der das zum Ausdruck bringt, was wir im Refrain singen. Er ist mächtig und gewaltig, Jesus. Oder auch, dass der Held erhöht wird und der Schriftzug quasi so über dem Berg steht. Also verschiedene Themen, die im Lied verbaut sind, die sich dann im Cover so wiederfinden lassen. In den letzten Monaten wurde überall darüber gesprochen, wer diese Helden gerade in dieser Corona-Zeit sind. Da wurden alle möglichen Leute als Helden betitelt. Aber das, worauf wir auch in dieser Zeit unsere Hoffnung gesetzt haben, muss zumindest uns als Christen klar sein, ist immer nur eine kleine Hoffnung. Auch diese Helden sind nur kleine Helden im Vergleich zu dem, was Christus für uns ist. Weil selbst auch in dieser Zeit kann keine Impfung und kein oder was auch sonst uns noch als
die Lösung oder der Hoffnungsträger verkauft wird, niemals so viel Hoffnung bringen oder niemals die letztendliche Lösung für das Problem sein. Jesus ist derjenige, der unser Hoffnungsträger ist, und er ist derjenige, der der größte Held überhaupt ist.